zufrieden, wie es gelaufen ist? Ja, wenn ich weiß, was dabei rausgekommen ist. Ja, das ist spannend. Aber jetzt mal, ihr seid heute wirklich seit Sonnenaufgang unterwegs. Du hast es selber in den Knochen. Ich finde, was ich ja faszinierend finde, keiner von euch sieht aus, als hätte er heute knapp 50 Kilometer gelaufen. Wie macht ihr denn das? Ja, die sind alle sehr gut vorbereitet. Wir legen alle großen Wert auf makrobiotische Ernährung. Wir trinken fast 8 Stunden davor kein Alkohol mehr. Fast? Nein. Die Leistung, die da abgerufen wird von den Leuten, ist natürlich eine ganz besondere, weil keiner vorher weiß, was passiert da eigentlich. Wenn du zum ersten Mal mitspielst, dann ist das so, ich habe schon mal 2x18 Loch gespielt. Aber 5-mal oder mehr, das ist so eine Frage, was passiert eigentlich? Was macht mein Rücken, was machen die Hände, die Füße, kann ich so weit laufen? Der Wissberg hier ist ja auch ein Berg, das heißt, es geht immer wieder hoch und runter. Das heißt, keiner weiß so genau, wie geht es mir dann? Und wenn jemand merkt, Mensch, das kriege ich hin, das kriege ich gebügelt, nicht nur als Spieler, sondern eben auch als Caddy, man darf nicht vergessen, die Caddies, die schieben das ganze, die ganze Geschichte da vor sich hin. Ich habe gesehen, wir haben Spieler dabei, die haben bis zu 20 Kilo Essen. Nur Essen. Schweinehälften, Rinderhälften. Das muss alles mit. Die Kettis schieben das. 5 Liter Wasser. Wahnsinn. Nein, ich habe großen Respekt vor allen, die das machen. Ich habe meine Erfahrung, mein Urfleisch hat jetzt schon Erfahrung. Einige der Spieler waren jetzt im zweiten, dritten Mal dabei. Wir wissen natürlich, wir kriegen das hin. Aber es fühlt sich trotzdem jedes Mal als eine Herausforderung an, weil du weißt, du musst bis abends motiviert sein, du musst weiterspielen, du musst vor allen Dingen die ganze Zeit deine Konzentration hochhalten und immer noch die Bälle treffen. Denn sonst geht es langsam und wenn es langsam geht, kostet es Geld. Das ist das Geheimnis. Wir wollen schnell spielen und dazu müssen wir auch halbwegs vernünftig spielen. Also ich bin ja selber die letzte Runde bei euch mitgelaufen und was ihr noch in der letzten Runde für ein Tempo hattet, das war wirklich abnormal. Wo ich denke, sag mal, die müssen doch jetzt auch mal irgendwie müde sein. Wie so ein Aufziehmännchen hier, wie Duracell, wie so ein Häschen. Ja, aber wir wussten ja, es gibt was zu trinken dann nach dem. Ah, da kommen wir die makrobiologische Ernährung. Insgesamt, was sehr schön ist, was ich auch gehofft habe, ist, wir haben mehr als die ganzen Jahre vorher gespielt. Wir haben insgesamt heute 56.130 Euro gespielt.